Weißt du, warum dieser Kanalzug blinkt? Ich erkläre es dir gleich, denn heute dreht sich alles um Logic's Mixer. Hallo, ich bin Martin. Cool, dass du dabei bist. Heute dreht sich alles um Logic's Mixer. Denn egal, ob du Songwriter bist, ob du in Logic nur abmischst oder ob du in Logic Beats baust, in dieser virtuellen Mischkonsole hier laufen alle deine Fäden zusammen und du hast hier deine einzelnen Kanalzüge und durch dieses Nadelöhr hier ganz rechts kommt am Schluss dann hoffentlich eine professionell klingende Musikproduktion raus. Ich möchte dir heute so ein paar Tricks und Tipps geben und so ein paar Kniffe zu Logic's Mixer erklären. Wir fangen so ein bisschen bei den Grundlagen an, wie du dir den Mixer individualisieren kannst und dann zeige ich dir auch so ein paar fortgeschrittene Techniken, die auf jeden Fall gut sind, wenn man sie weiß. Okay, fangen wir mal einfach hier oben an. Ganz oben rechts kannst du hier entweder eine breitere Ansicht wählen, das siehst du hier. Ja, das heißt, die Kanalzüge sind etwas breiter und das ist nicht nur für Leute, die vielleicht nicht mehr so gut sehen, sondern einfach auch, es ist haptisch so irgendwie ein bisschen geschickter, wenn die Kanalzüge größer sind, ja. Bei so einem großen Projekt ist es aber vielleicht besser, man macht die Kanalzüge einfach ein bisschen kleiner, dass man eine bessere Übersicht hat, ja. Was hier jetzt weiterkommt, das sind einfach die einzelnen, ja, Kanalzugarten oder Möglichkeiten, die du hast. Und die kannst du hier ausschalten. Ich kann zum Beispiel die ganzen Aux-Kanäle ausschalten oder ich kann die ganzen Busse ausschalten in der Ansicht. Hier kannst du verschiedene Spuren, entweder Aux-Kanäle oder Instrumente oder MIDI-Kanäle, einfach ausblenden, falls du sie gerade nicht zum Mischen brauchst, damit du eine bessere Übersicht hast. Dann haben wir hier gleich noch eine andere Möglichkeit und du kannst dir entweder die Spur hier einzeln anschauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur meine Lead-Vocals hier haben möchte, dann sehe ich die Spur einzeln und ich sehe auch das Signal-Routing dieser Spur. Also diese Vocalspur hier läuft in ein Delay oder in zwei Delays und ein Reverb. Das ist ganz gut, wenn du eine einzelne Spur, das Signal-Routing von einer einzelnen Spur anschauen möchtest. Du kannst dir hier auch nur die Spuren anschauen oder du kannst dir alle anschauen. Auch das ist ganz gut zu wissen, denn in dieser Ansicht erscheint eine wichtige Spur. Und das ist hier dieser Pre-Listen-Kanalzug. Dadurch laufen Logic's Loops durch. Also wenn deine Loops nicht hörbar sind oder du hast da irgendwelche Probleme, dann geh mal auf diese Spurensicht und schau nach diesem Pre-Listen-Kanal. Meistens ist der dann irgendwie gemutet oder ist die Lautstärke runtergezogen oder sonst was, wenn Apple-Loops irgendwie Theater machen. Ich gehe aber jetzt hier wieder auf Spuren. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe mit dir mal von oben bis unten diese Kanalzüge hier durch oder ein so ein Kanalzug. Was hier oben, ganz oben ist das Setting, dazu komme ich gleich. Pegelreduktion, da siehst du die Pegelreduktion einfach visuell angezeigt, wenn du Logic's Kompressor, einer von Logic's internen Kompressoren hier eingeschaltet hast. Hier siehst du, wenn du dein Channel EQ gesetzt hast, ein bisschen was der so macht in einer groben Übersicht. Das gilt aber nur für Logic's internen Channel EQ. Hier ist deine Audio FX Kette, das heißt, hier sehe ich dann, was alles in diesem Kanalzug drin ist. In diesem Kanalzug ist jetzt hier zum Beispiel ein Channel EQ und ein Transient Designer drin. Das kann ich hier machen und ich kann hier auch anklicken. Dann sehe ich diese Plugins im Einzelnen. Als nächstes kommen wir zu den Sends. Das bedeutet, diese Snare Drum hier, eine Kopie dieses Snare Drum wird gesendet an Bus 2. Und das ist in diesem Fall jetzt ein Parallel Drum Bus. Okay, das ist hier, sind hier meine Sends. Dann kommt der Ausgang. In diesem Fall jetzt zum Beispiel hier beim Bass geht der einfach in den Stereo Out. Wenn er in den Gruppenbus geht, dann siehst du da einen Gruppenbus angezeigt. Dann geht es hier weiter. Eine Gruppe kannst du zuweisen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Gruppe anlegen möchte, dann kann ich eine neue Gruppe machen. Und dann kann ich hier zum Beispiel diese beiden Spuren mit verschiedenen Parametern, das kannst du hier oben im Inspektor dann einstellen, mit den gleichen Dingen bearbeiten. Zum Beispiel, ich kann die Automation gleich schalten, ich kann einstellen, dass sie beide zur gleichen Zeit stumm geschaltet werden und so weiter. Dann geht es hier weiter mit der Automation. Hier ist zum Beispiel Read, das siehst du hier. Es gibt Read, Latch und Touch, das habe ich in einem anderen Tutorial erklärt. Da siehst du, ob eine Spur Automationsdaten verfolgt. Dann hast du hier ein Panning. Und wenn du hier auf dieses Panning draufklickst und die Control-Taste gedrückt hältst, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Zumindest wenn du hier auf eine Stereo-Spur gehst, ja, die schmalen Spuren sind Mono, das ist hier Stereo. Und wenn ich hier mit Control-Click draufklicke, dann kann ich einen Stereo-Pan machen. Ja. Das bedeutet, ich kann diese Stereo-Spur hier kleiner machen zum einen mal. Und ich kann dann eine ganze Stereo-Spur hiermit
pannen, im Stereofeld nach links und nach rechts pannen, wenn ich möchte. Und ich kann das Stereofeld von dieser Spur dann auch verkleinern. Das ist ein bisschen ein Gefummel hier, aber es geht dann letztendlich. Okay, dann kommt hier dein Fader. Damit machst du eine Spur einfach lauter oder leiser. Das ist auch klar. Und jetzt schauen wir uns nochmal ein paar Einstellungsmöglichkeiten an. Und zwar, wenn du hier mit Rechtsklick drauf gehst, dann kommst du auf die Channel Strip Komponenten. Und hier kannst du festlegen, was du angezeigt haben möchtest. Was ganz geschickt ist, insbesondere, oder was ich gerne mache, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, das ist, wenn ich hier ein Notizfeld habe. Also ich kann hier Notizen reinschreiben. Und wenn ich jetzt für einen Songwriter arbeite zum Beispiel, dann kann ich in die Spur jetzt reinschreiben, Gitarre zu langweilig oder was weiß ich was oder Kickdrum lauter, Fragezeichen oder sowas. Wenn man ganze Projekte in Logic hin und her schickt, ist das eine sehr geschickte Sache. Okay, ansonsten kannst du hier noch alles Mögliche anzeigen. VCA-Fader kannst du einblenden. Wie das funktioniert, erkläre ich dir auch in einem anderen Tutorial. Das blende ich am Schluss ein. Und du kannst auch Spursymbole anmachen. Hier sind dann zum Beispiel lustige Schlagzeuge oder Keyboards, wenn es Instrumente sind. Ich lasse es aber meistens aus, weil ich finde das einfach zu unübersichtlich. Ja? Also machen wir das Symbol hier wieder aus. Dann kommen wir als nächstes zu den Gruppen, die du anlegen kannst. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel das ganze Schlagzeug hier auf eine zusammen über einen Gruppenkanal laufen lassen will, über einen Aux-Channel, dann kann ich das machen, indem ich eine Gruppenspur anlege. Und ich kann mir hier entweder Summenstapel oder Ordnerstapel anlegen. Hier ist es auch nochmal genau erklärt. Aber ich erkläre es dir gleich direkt. Also ich möchte jetzt alle meine Drums hier, die möchte ich auf eine Gruppe legen. Und das habe ich jetzt über einen Summenstapel gemacht. Und jetzt siehst du, hier habe ich meine Gruppenspur. Hier laufen alle Drums drauf. Und das ist in dem Fall Bus 5. Das muss ich jetzt hier noch zuweisen, weil ich das vorher schon mal gemacht habe. Normalerweise geht das automatisch. Wir gehen also hier Bus 5 Drums. Jetzt laufen alle meine Drumspuren in diese Gruppenspur hier rein, Bus 5. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich wollte, einfach einen Kompressor reinsetzen und könnte diese Spuren hier zusammen komprimieren. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Ordnerstapel anzulegen. Ein Ordnerstapel ist lediglich ein Stapel, um Spuren zusammenzufassen. Du kannst dann keine Effekte reinladen, sondern du kannst nur zum Beispiel, wenn du jetzt Streicher hast, wenn du 8 Streicher hast und du möchtest die zusammen alle leiser machen, dann kannst du die auf so einen Ordnerstapel legen und kannst die dann, wenn du an dem Fader ziehst, diese ganzen Streicher alle leiser machen, aber du kannst keine Effekte reinladen. Gut, das waren jetzt mehr oder weniger die Grundlagen und so ein bisschen der Signal Flow, wie der hier durchläuft. Dann zeige ich dir jetzt nochmal ein paar Hacks, die ich persönlich ganz nützlich finde. Und zwar, wenn es um die Übersicht geht, und du hast jetzt wie hier in dieser Vocalspur hast du sehr viele Sends. Und es ist jetzt sehr unübersichtlich. Ich habe jetzt hier einen Send, der geht zum Beispiel zu Bus 10. Jetzt sehe ich aber hier Bus 10 nicht gleich. Also der ist jetzt hier und hier ist Bus 13. Das ist bei großen Projekten sehr schwierig zu erkennen. Und da gibt es jetzt einen coolen Hack, wie ich schnell anzeigen kann, wo dieser Send hier hingeht. Und zwar, indem du die Shift-Taste gedrückt hältst. Ich halte die Shift-Taste gedrückt und klicke jetzt hier drauf. Ist egal, ich kann auch direkt hier drauf klicken. Dann blinkt der zugewiesene Bus oder Aux, ja. Das ist sehr geschickt, wenn du schnell einfach sehen möchtest, wo geht dieser Send hin bei besonders großen Projekten. Finde ich persönlich richtig cool gemacht. Was man auch noch erklären muss, ist hier diese Option Sends auf Fader. Das siehst du, wenn ich das hier anschalte, werden ein paar der Fader hier golden oder gelb. Und was diese Funktion kann, ist zum Beispiel, wenn du 2 Gitarren hast, und diese beiden Gitarren möchtest du auf das gleiche Reverb schicken. Du möchtest das Reverb aber für jede Gitarre unterschiedlich pannen. Also das gleiche Reverb für Gitarre 1 aber nach links pannen und für Gitarre 2 nach rechts im Stereofeld. Dann kommen diese Sends auf Fader ins Spiel. Das habe ich auch nochmal in einem extra Tutorial ganz genau erklärt, das ich dir unten in der Beschreibung verlinke. Aber es ist eine sehr wichtige Funktion, die es noch gar nicht so lange gibt in Logic, erst seit dem letzten Update, glaube ich. Was weiterhin noch sehr interessant ist, das sind die Settings hier. Das wird selten erklärt und wird auch selten benutzt, weil es die meisten gar nicht richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Also du siehst hier oben diesen Setting-Button und wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert nichts. Doch, passiert was. Eigentlich muss man länger draufbleiben. Der Erkläreffekt. Eigentlich muss man länger draufbleiben. Jetzt hast du hier verschiedene Optionen. Du kannst den Channel Strip zurücksetzen, dann macht er dir alle Plugins raus. Ich kann ihn aber auch kopieren. Und das ist jetzt sehr gut, weil ich könnte jetzt zum Beispiel dieses komplette Channel Strip Setting jetzt hier rein kopieren
und hier wieder einsetzen. Okay, so kannst du sehr schnell Channel Strip Settings von einer Spur in die andere reinkopieren. Das ist für einen Workflow gar nicht schlecht. Du kannst übrigens auch, wenn du hier ein Channel Strip Setting rauskopierst, kannst du das auch in ein anderes Logic-Projekt, das du gerade geöffnet hast, direkt einfügen. So kannst du also schnell Channel Strip Settings unter Logic-Projekten untereinander austauschen. Und du kannst diese Channel Strip Settings auch sichern. Falls ich jetzt irgendein besonders wichtiges Hack oder eine besonders wichtige Technik vergessen habe, dann schreib die mir einfach unten in die Kommentare, dann erwähne ich die in einem anderen Tutorial nochmal. Falls du dich dafür interessierst, wie das mit den Summenstapel, Gruppen, Spurfader, VCA-Fader funktioniert, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video, da habe ich dir das ganz genau erklärt. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder über ein Abo und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!